Ich will aber diesen Fuchs helfen. Hier. Woher stammt der Schatten? Woher stammt der Schatten, der da über den Himmel zieht? Ich weiß gar nicht, wo man hin. Stimmt, da ist ein Schatten. Was zum Teufel? Ich habe einen Schrein entdeckt. Aber welchen Schrein? Ich habe das nicht so schnell lesen können. Okay. Gucken wir mal, ob wir da reingehen können. Nordosten. Können wir nicht. Okay, vielleicht sollen wir nämlich hier auch noch gar nicht hin. Okay, dann fliegen wir mal da lang. Durch die Wolken. Das Hain. Mal. Bambis. Hey, Bambis. Von Ursa. Das wir liebten, verlor und vermissen. Stadt der Städte. Gleißend und tot. Die weiße Schwänen aus Marmor hebt ihren langen Hals elegant an dem purpurnen Himmel empor. Ihre Augen sind tausend Seelen, die im See des unendlichen Nachmittags im Herzen des Frühlings schwimmen. Ihr Leid, Herzen über Herzen, preist die Ewigkeit, ewige Schönheit eines kurzen Lebens, gleich eines fallenden Blattes im Herbstwind. Die weiße Schwäne aus Marmor faltete ihr leuchteten Schwingen in Schweigen in aschfahler Dämmerung und verwandt und ward niemals mehr gesehen. Ja, das ist schon ein bisschen wow. Also Deutsch, was ich wow. Aber wir fliegen weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich überall hin muss. Bin verwirrt. Okay, hier ist noch was leuchtet sogar. Hier ist wieder Bambi. Benutzen. Okay, jetzt habe ich drei solche Toren aufgemacht. Einfach mal. Da ist ein Tor. Muss ich da durchfliegen?
Muss ich? Ah, ich muss sogar da durchfliegen. Okay. So, wo sind denn die anderen? Hier war noch, da hinten. Ich sehe es leuchten. Ich bin durchgekommen. Ja, die Steuerung ist ein bisschen schwierig. Da hinten ist das nächste. Dann bin ich gespannt, was passiert. Ja, ich verwechsel immer diese Y-Achse. Weil, also das heißt, wenn ich mit meinem Kreuz quasi nach unten drücke, dann geht er auch nach unten. Aber ich habe das ja andersrum eingestellt, normalerweise. Okay, jetzt habe ich alle drei... Leuchtet das da wieder? Benutzen. Ah, okay. Okay. Wir gehen erstmal hier rein. Mal sehen, was jetzt kommt. Ist das eines unserer ersten Tempel? Das Herz des Waldes. Okay, ich bin bei Mutter Natur quasi. Herz des Waldes. Oh, das sieht aber relativ böse aus da oben. Bist du das Kara? Nein, das kann nicht stimmen. Wer bist du? Ich muss mich befreien, ich bin schwach. Es liegt am Gestein. Es ist nicht von dieser Welt. Der Riss tiefer in der Höhle schließen ihn. Okay. Okay, dann wollen wir ihn mal befreien gehen. Der Riss tiefer in der Höhle schließen ihn. Okay, hier drinnen kann ich auch nicht fliegen. So, ich warte mal, muss ich irgendwie... Okay, da muss ich hin. Von da nicht da hochspringen, also muss ich weiter höher. So ist recht. Wenn ich da jetzt drauf springe, so, und dann kann ich nämlich, müsste ich das schaffen, nicht. Oh. Okay, schade, dass ich hier nicht fliegen kann. Okay, aber da war noch einer, der dich daran führt. Das heißt, ich muss erstmal auf den hier. Dann da hinten hoch. Oder oben geht's noch einen höher. Okay. Wäre natürlich zu einfach gewesen, ne? Einfach so rüberspringen kann. Ups. So, dann wollen wir ganz nach oben. Aug. Oh, du schaffst es, Aug. Wir müssen ihn retten. Oh.
siehst du. Ach, da ist ein Riss da oben. Geschlossen. Wir haben ihn befreit. Oh. Wie süß. Guck mal, Mama. Das Bambi. Du hast es geschafft. Ich fühle mich schon viel besser. Ich danke dir. Ich fürchtete schon, schwinden zu müssen. Kurokos Schergen drangen in mein Heim ein. Ihnen verlangte es nach der Magie dieses Orts. Ich kämpfte, aber ich bin allein. Und sie waren viele. Wenigstens gelang es mir, das wichtigste Geheimnis zu bewahren. Das ist es, wonach du suchst, nicht wahr? Hier, nimm den Schlüssel. Es war meine Aufgabe, ihn zu beschützen, und das habe ich auch getan. Ich danke dir, mein Kleines, den Rest überlasse ich dir. Okay. Wir haben einen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel. Jetzt kommt nämlich. Habe ich schon gelöst. Weiß ich genau, wo ich hin muss. Nicht. Oh, da ist der Fuchs, den ich retten wollte. Ah! Meine Freundin, was führt einen Vogel gen Osten? Noch dazu, um Liefla zu besuchen. Oh, also war der Schlüssel die ganze Zeit über ihm? Benutzt ihn dort, wo er passt. Weiter im Osten und ein wenig nördlich gelegen. Dort, wo auch ich wohne. Aber antworte mir dies, warum führen die Tempel in die Tiefe, wo doch die Menschen den Himmel nach Antworten absuchen? Die Antwort will mir schon seit Jahrhunderten nicht einfallen. Aber nun gut, Menschen sind eben etwas Besonderes. Das stimmt. Gen Norden und gen Osten. Also weiter in Norden und weiter in Osten ist da passen die Schlüssel. Okay, also Osten oder Norden. Wir haben erstmal ein Ziel und wir gehen erstmal Richtung. Schön. Wir einfach mal zu. Weiter des Ostens. Ruinen von Omo. Falsch rumgedrückt, ne? Ja, ja. Wollte ich hier hin? Der König, der Gottkönig befiehlt Veränderung. Laut eines königlichen Dekrets, das des König Gottkönigs Kuroku, König und Laut eines königlichen Dekrets des Gottkönigs Kuroku, König unter Königen, Gott unter Göttern,
muss sich ein jeder vor dem einzig wahren Gott verneigen. Ihm und nur ihm gehört die Lande im Osten und das Land der Götter. Kniet nieder und werdet verschont. Weigert euch und eure Tage sind gezählt. So will es der Gottkönig Gokoroku. Jetzt und bis alle Ewigkeit verfasst im 10. Jahr des Reihers in seinem großen Stadt On. Okay, hier wurde gerade, wo wird das gerade oder ist es passiert. Das heißt, wir sehen Vergangenheitsfetzen. Tote. Schlachtfeld. Die Flucht. Ja. Der Fuchs. Du redest nicht mit mir. Okay. Oh, guck mal. Okay, das ist was geschehen ist. Die Kämpfe. Ein großer Krieg ist hier ausgebrochen, denn sie weigerten sich nach dem, was der Gottkönig befiehlte, denn sie wollten Freiheit. Okay. Die Steuerung unbedingt noch ein bisschen besser herausfinden. Okay, was ist hier? Teil 1, 2, 3. An Geroin von den Sturminseln, von seinem Sohn Tazar, Vater, mit Bedauern berichte ich dir vom Verlust der Schneekranich-Bibliothek. Die Palastwache der Stadt Un kam des Nachts. Bewaffnet rief sie den Namen ihres Königs Kuruku. Sie zerstörten und brandschatzten Häuser und Schriftrollen. Auch uns hätten sie verbrannt, wäre uns die Flucht nicht gelungen. Wir beobachteten alles außer aus sicherer Entfernung. Im Arm die paar kostbaren Schriftrollen, die wir retten konnten. Okay. Wir werden die Schriftrollen der Obhut des Klosters im Nordwesten übergeben. Möge Kurokus Zorn nicht bis dorthin reichen und das Kloster zu weit entfernt sein, um sein Gier zu wecken. Der Kranichgeist wird uns bis zur Schneegrenze führen und dann zusammen mit meinem Brief an dich nach Süden zurückkehren. Ich hoffe, es geht dir gut. Okay, Kuroku ist der böse Gottkönig. Aber ich suche ja
weiter in den Osten erstmal. Wo der Schlüssel passt. Und dann natürlich auch noch nach Schriftrollen. Okay, man kann da hinten nicht... Okay, das ist begrenzt hier. Ruinen von oben. Okay, da hinten können wir nicht lang, also... Gehen wir hier weiter gucken. Also, da lang. Hier ist nichts. Oder ist da was? Nee. Da wollte ich hin. Nicht zu schnell, kann man bremsen. Warte, oh, da bin ich doch richtig hier. Aug. Die Stämme des Südens, stolz sogar vor dem sogenannten Gottkönig Kuruku, verneigten sich nicht. Bevor die Städte und Urza und Ohn erbaut wurden, erkoren viele Wandler des Re, die Beschützerin zu ihrem Tiergeist, aber allmählich verfielen ihre Gedanken in Trübsal und sie gaben den Göttern die Schuld an der Dunkelheit in der Welt. Die Dunkelheit in ihrem Herzen breitete sich immer weiter aus. Wenn das stimmt, so existiert dort auch Licht und es gibt Hoffnung. Ich bin Kascha von den östlichen Inseln und der ersten Wandler seit Generationen. Mein Tiergeist erwähnte mich und ich werde kämpfen. Ich werde nach Norden ziehen, zum Kloster, um mich den anderen Priestern anzuschließen. Nach Norden zum Kloster. Warte mal. Da hinten übrigens sehe ich auch noch. Aber wir gehen jetzt erstmal hier vorne. Stopp. Was ist das? Anscheinend nichts. Da wollen wir hin. Dieser Ort sollte nicht hier sein. Wurde die Lande vom Winde verweht? Wir müssen uns beeilen, wenn wir einen Unterschlupf finden wollen. Das heißt, das darf nicht hier sein. Also, sorry, wenn ich gerade so nichts sage, aber das ist einfach. Aber hier muss ich mal gucken. Es sind so viele Menschen. Mehr können wir nicht tun. Diese Maschine ist eine Todesfalle. Wir waren einfach zu gierig. Okay. Also hier ist was, hier ist etwas in die Luft gegangen. Hier haben sie eine Maschine in die Luft gesprengt. Ja, und durch die Explosion flogen sie davon. Oh, wartet mal.
So, pausiert. So. Und ich sehe nichts wegen Wolken. Och, du ahnst es nicht. Oh, Alter, das mit dem Fliegen, auch wenn es noch so geil ist. Okay, hier wurde wieder gekämpft. Nein, warum tust du das? Die alten Götter sind tot. All dies gehört nun dem Gottkönig Kuroku. Wir fliegen noch mal zurück, um zu gucken, wo wir hin müssen. Da oben ist der Leuchtturm. Oh, hallo. Hey. Hallo Aug. Ich habe Madwin an Karas Schrein besucht, um mir selbst ein Bild der Lage zu machen. Ich teile seine Sorgen, aber ich möchte dich etwas fragen. Bist du auf Geister gestoßen? Mir sind leuchtende Zeichen und seltsame Luftverzerrung aufgefallen, fast wie kleine Glühwürmchen. Aber es waren keine Insekten. Ich glaube, es sind, was man Erinnerungen der Vergangenheit nennt. Man sagt, dass das Licht der Laterne ihre Geheimnisse entschlüsseln kann. Sie wurden in einem alten Mädchen erwähnt, dass ich Erin einmal vorgelesen habe. Vielleicht können sie dir etwas Wichtiges verraten. Oh, soll ich dich noch einmal an die nächste Station deiner Pilgerreise erinnern? Das Heiligtum der Dämonen liegt am nächsten nordwestlich von hier. Okay, es sind Geister. Und nordwestlich ist, da. Geister der Vergangenheit, die ich rief. Okay, weiter geht's. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Nordwestlich. Wir halten uns einfach daran. Wow! Was man uns sagt. Okay. Ja, wunderschön. Da unten ist was, hier ist was. Und hier ist, lass uns mal hier landen. Okay, da sind Laternenwesen. Geister der Vergangenheit. Kinder, Menschen. Okay, hier, ich weiß nicht, ob das ein Teppich ist, aber hier. Sie gehen alle zu diesem Auge. Okay, sie gehen alle zu hier hin. Ah, lesen. Die Hoffnung unseres Volkes wurde durch ihre Worte und die Zuflucht, die sie uns gewährte, aufs Neue geweckt.
Tiergeister halfen ihr, den Eingang unter durch hinter durch Sonne und Mond markierten fallenden Wellen im nahen Nordosten zu verbergen. Okay, hier können wir anscheinend nichts machen. Warte, aber ich habe ja hier noch was gesehen. Hier, was ist da?